Yo, Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar dachte ich mir, wir machen heute mal ein etwas anderes Video, was wir, glaube ich, noch gar nicht hatten auf diesem Kanal. Auf jeden Fall sind das Amateuraufnahmen, die habe ich jetzt aus Instagram hier herausgefischt. Und wir hören uns die mal an. Ihr könnt mal eure eigene Meinung dazu sagen, was ihr davon hält, ob ihr findet, dass Frauen auch anfangen sollten, ein bisschen mehr Rap zu machen, so wie die Shirin David oder die Schwester Ava oder auch viele, viele andere Rapperinnen, die es mittlerweile auch schon gibt. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, Frauen sollten rappen oder nicht? Schreibt mir unten in die Kommentare, würde mich freuen. Wir starten mal mit dem ersten Video mit einer sehr aggressiven Rapperin. Starten mal mit dem ersten Video, Freunde. Ich hab euch gesagt, ich werde es schaffen. Vielleicht bin ich nicht in den Charts, aber meine Stimme zerfickt den Part. Für die Kinder soll ich durchs Fenster bringen. Versuche uns zu blocken, aber keine Chance. Wir sind bewaffnet. Sie reden auf Jagd, geben einen Fick drauf. Geben weiter Gras, bis nach Amsterdam. Und die Kriege wissen nicht einfach, Kreis ist klein. Also die Leine kein Platz für mich, Wichser. Also halt mich fern, du bist da, wenn wir kommen, mach bam, 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 also guck mich blau. Krass, nein, ist nicht. Spaß, ich stimme weiter. Krass, ich bring es auf den Punkt. Kurz und knapp, fuck mich nicht ab. Oh, das war's schon. Okay. Also, ich muss ehrlich gesagt gestehen, die Frau sieht ziemlich, oder das Mädchen sieht ziemlich männlich aus, würde ich sagen. Eine kleine männliche Aura ist auf jeden Fall in ihr enthalten. Oder war das vielleicht ein Mann? Ich weiß es nicht genau. Ich habe sie jetzt einfach rausgefischt, weil sie lange Haare hatte, diese Person. Ich habe keine Ahnung von, ob es ein Mann oder eine Frau war. Wir gehen mal rüber zu Video 2, Freunde. Starten wir mal hier mit dem Ding. Sie Leute, hier ist Alicia. Ich darf euch hier mal ganz gechillt begrüßen, hier auf meinem Kanal. Okay. So, und heute möchte ich... Achso, ich dachte, das war schon der Rap. Photoshop singen. Und wir sehen uns gleich. Es geht los. Was hat der gemacht mit dem? Arme aus dem Fenster, ballern mit der Enker, 4-8, der Dick, der auf dem Spielplatz geht, trink neue Sneakers, schon wieder im Bett von einem Deal. Bitch, baller mein Eis, trink und Scheiße. Texthänger, Texthänger. Nice. Abo-Rap, wie er jetzt noch da, viel Fuchs-Sound. Okay, das reicht, Freunde. Ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht überzeugt, aber gehen wir mal zu Track oder zu Künstlerin Nummer 3, Freunde. Ich muss wissen, wer der Babu ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich. Wissen, wer der Babu ist. Attention, mach bloß keine Harakets, bevor ich komm und dir deine Nase bricht. Wissen, wer der Babu ist. Immer noch derselbe Chabo-Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babu ist. Wissen, wer... Also ich bin ein bisschen geschockt. Wissen denn diese kleinen Kinder oder diese kleinen Mädchen, was sie da rappen? Sie hat gerade irgendwas mit den Nasen gemacht. Weißt du denn überhaupt, was sowas bedeutet, Freunde? Ich drehe noch völlig durch. Kokain! Überall Kokain! Überall Kokain! Machen wir mal Trick Nummer 4 an. Fans, warte auf Pizza, die Runde kommt. Wenn ich erfolgreich bin, lenn sie die Hunde. Wer bist du jetzt, dass du mich hören nennst, wenn du nicht immer meinen ganz Clan kennst? Pack deine Sachen und geh. Mein Hunger so heiß wie Chai Tee. Deine Attitüde ist nicht okay. Alles nur Verräter, nicht mein Klientel. Holst du mit Markenklamotten den Busch, aber raus so mit Jahren das billigste Kusch. Sagst, dass du jedem seine Mutter fickst, obwohl du dein ganzes Leben lang billig fassen legst. Ratten, du schaust bei mir ein Reflex. Ein mit mir und schon ruft deine Ex. Lass trotzdem reden, für mich seid ihr Dreck. Schaut zu, mein Plan, hier geht auch wie weg. Leben intakt und perfekt wie noch nie. Siete de puta, no vive así. Dame el alcohol, quiero fiesta. Los otros amigos, los no me molesta. Du laberst nur Scheiße, ich hör dir nicht zu. Für dich ist Rap für Frauen tabu. Du stehst du vor mir, dann ziehst du den Hut und bist nervös wie bei einem Kippenentzug. Leise Zeit nicht, dein Hasser für Tag-Kommentar ist nur peinlich, die Stimme und Rap, nein, das passt nicht so ganz. Bleib von mir weg oder lutsch mein. Oh, jetzt muss die Sache.
Alter, was war das denn für einer, ey? Ich glaube, die wusste auch nicht, von sie rappt, oder? Kommen wir zu Track oder zu Videonummer. Ach so, das ist die von gerade eben. Ah, okay, okay. Oh, die ist ein bisschen jünger. Das war aber keine Wahl, Bruder. Bombenbefall, radikal, Bruder. Einfach rein, gib das ganze Geld, schau, Mutter, und da ist der Ficker, deine Lade mit der Bazooka. Oh, das war's schon. Nur 9 Sekunden, Freunde. Also diesmal war sie ein bisschen aggressiver drauf. Aber diesmal war es auf jeden Fall erkennbar, dass es eine Frau war. Naja. Kommen wir mal zum nächsten. Was haben wir denn hier? Oh, eine Rothaarige. Rappt mega gut. Das schauen wir uns mal gleich an. Schon mal nach vorne gesprintet und dann nach hinten geguckt. Menschen laufen geduckt, such meine Freunde auf Druck. Aber keiner zu sehen, nicht nur mein Talent und geh. Charaktere, die ich dreh, sind ich auf den. Gar kein Bock, es zu reden, das ein Geben und Nehmen. Kein Nehmen und Gehen, sollten People mal verstehen. Dass wenn ich dir den Finger gebe, reißt mir nicht die Hand raus. Wenn ich dir Applaus, auf was ist dabei ankommt? Mein Name wird ernst genommen, auf Face. Euer Mike hat on the wannabe room. Shit, sit me fucking baby, move it shit. Schnell, schneller Jordan, war's am Morgen. Tut mir leid, dass ich so komm, aber siehst mich auch noch morgen. Oh, das war schon auf jeden Fall qualitativ hochwertiger Rap, würde ich mal sagen. Also das war schon, ich weiß jetzt nicht, war das jetzt ein Text von jemandem, was es schon gibt, oder hat sie sich das jetzt selber ausgedacht? Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Shirin David, finde ich, ne? Feier ich, finde ich cool. Alles klar. Nicht schlecht. Ja, Freunde, das war eine neue Ausgabe, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich das Ganze nochmal wiederholen. Ihr müsst es mir nur zeigen mit einem Daumen. Den hier. So. Oder so, aber lieber so. Abonniert meinen Kanal und lasst mir auf jeden Fall ein. Das habe ich schon gesagt. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Peace and out.